Nachdenkseiten. Die kritische Website. Olaf Scholz zu Gaza. Israel ist dem Völkerrecht verpflichtet und handelt dementsprechend. Von Florian Warwick. Am 14. November gab Bundeskanzler Olaf Scholz eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt, in welcher er in Bezug auf die Lage im Gazastreifen und israelkritischen Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan erklärte, Israel sei ein Land, das sich den Menschenrechten und dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt. Die Nachdenkseiten wollten auf der aktuellen Bundespressekonferenz wissen, ob die bisher durch israelische Vergeltungsschläge getöteten 102 UN-Mitarbeiter und 47 Journalisten für den Kanzler auch in die Rubrik »Dem Völkerrecht verpflichtet fühlt« fallen und auf welcher Informationsgrundlage die Bundesregierung Vorwürfe der UN zurückweist, Israel würde mit seinem militärischen Vorgehen in Gaza Völkerrecht brechen. Der Hohe Kommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, der österreichische Diplomat Volker Türk, übt seit Wochen scharfe Kritik am militärischen Vorgehen Israels und spricht von verheerenden humanitären und menschenrechtlichen Auswirkungen sowie Bruch des Kriegsvölkerrechts. Ähnlich äußern sich Vertreter aller UN-Organisationen, die im Gazastreifen in humanitären Missionen tätig sind, wie beispielsweise UNRWA oder OCHA, das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, welches vom britischen Berufsdiplomaten Martin Griffiths geleitet wird. Der aktuelle OCHA-Lagebericht zu Gaza mit Stand 14. November spricht davon, dass innerhalb von 39 Tagen 102 UN-Mitarbeiter und 47 Journalisten im Rahmen der israelischen Militäroperation getötet worden sind. Selbst westliche Verbündete wie die norwegische Regierung bewerten die Art des israelischen Vorgehens als Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht und erklären öffentlich, dass es Aufgabe von Den Haag sein werde, zu klären, ob Israel mit seinem derzeitigen Vorgehen Kriegsverbrechen begehe. Völlig im Gegensatz dazu stehen die Aussagen des bundesdeutschen Kanzlers, der erst am 14. November in Bezug auf die Lage in Gaza erklärte, Israel sei ein Land, das sich den Menschenrechten, dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen so handelt. Weiter erklärte er, deswegen sind die Vorwürfe, die da gegen Israel erhoben werden, absurd und daran kann es gar keinen Zweifel geben. Vor diesem Hintergrund wollten die Nachdenkseiten wissen, auf welcher Informationsgrundlage Kanzler, Auswärtiges Amt und Regierungssprecher regelmäßig die Einschätzung von UN-Vertretern abstreiten, dass Israel im Gazastreifen Völkerrecht bricht und ob die dreistelligen Opferzahlen von UN-Mitarbeitern und die Zahlen im mittleren zweistelligen Bereich von getöteten Journalisten durch israelischen Beschuss auch als völkerrechtskonform eingeschätzt werden. Neuer Versuch. Der Kanzler hat in der schon angesprochenen Pressekonferenz am 14. November erklärt, Israel sei ein Land, das sich den Menschenrechten und Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen dementsprechend handelt. Jetzt sind mit Stand 14. November nach UN-OCHA-Angaben 102 UN-Mitarbeiter und 47 Journalisten durch israelische Vergeltungsschläge getötet worden. Da würde mich interessieren, ob diese Tötung in einem dreistelligen Bereich von UN-Mitarbeitern und einem mittleren zweistelligen Bereich von Journalisten für den Kanzler auch in diesem Bereich dem Völkerrecht verpflichtet fällt. Ich will das überhaupt nicht hier kategorisieren. Der Bundeskanzler hat gesagt, wie der Staat Israel grundsätzlich handelt. Wir haben es im Moment in einer Kriegssituation zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass die Hamas Israel überfallen hat, dass sie mehr als, ich glaube inzwischen sind die Zahl bei 1200 Leute bestialisch umgebracht hat, dass immer noch mehr als 200 Geiseln dort gefangen gehalten werden. Das sind Frauen, das sind alte Menschen, das sind auch Männer und es sind Kinder, die ohne ihre Eltern dort seit mehr als 5 Wochen festgehalten werden. Die Hamas hätte jederzeit die Möglichkeit, sich da auch ein Zeichen der Versöhnung, wenn ich das so will, ein Zeichen der Abrüstung zu setzen. Im Gegenteil, der Beschuss geht weiter. Israel ist eine fortgesetzte Kriegssituation, die dort ist. Gleichzeitig bleibt der Aufruf an die israelische Seite, sich am Rahmen des humanitären Völkerrechts zu halten. Und wenn man die Unterschiede macht, wie die Hamas vorgeht gegen Israel und wie Israel gegen die Hamas vorgeht, kann ich zumindest Unterschiede erkennen. Zu einer allgemeinen Einzelfallbeurteilung kann ich von dieser Stelle nichts beitragen. Das tut mir leid für Sie. Zusatz? Aber die allgemeine Tendenz ist ja derzeit, dass sowohl Volker Türk als UN-Hochkommissar für Menschenrechte als alle involvierten UN-Organisationen sehr deutlich davon sprechen,
dass Israel mit der Art des militärischen Vorgehens im Gazastreifen Völkerrecht bricht. Und bisher zumindest hat die Bundesregierung sich in der BPK hingestellt und gesagt, nö, wir sehen das anders. Und da würde mich schon interessieren, auf welcher Grundlage kommt die Bundesregierung zu dem Schluss, dass Israel im Gazastreifen Völkerrecht nicht bricht, im Gegensatz zur Einschätzung von eigentlich allen UN-Organisationen und vielen internationalen Partnerstaaten Deutschlands auch. Ich werde hier nicht in eine Thematik, wer was an der Stelle genau sagt, einsteigen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Es ist eine Kriegssituation, in der wir uns befinden. Das ist ein bewaffneter Konflikt, der fortgesetzt geführt wird. Und die Aufforderung, die wir auch an dieser Stelle mehrfach gemacht haben, auch meine Kolleginnen und Kollegen, die, wenn ich nicht hier bin, hier sitzen, war immer auch die Aufforderung, dass die Regeln des humanitären Völkerrechts gelten müssen und dass sich alle Seiten daran halten müssen. Wir wissen, wer sich überhaupt nicht daran hält, das ist die Hamas. Und wir wissen auch, dass Israel bemüht ist und wenn es Situationen gibt, die verurteilungswürdig sind, dann wird auch das verurteilt werden, aber das ist nicht am Regierungssprecher oder von der Bundesregierung von hier aus zu beurteilen. Und insofern kann ich Ihnen da auch an der Stelle wieder nicht weiterhelfen, Herr Wagen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.